Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Contrast, einem Indie-Titel aus dem schönen Entwicklerstudio Compulsion Games. Und ja, ich möchte euch ein klein wenig auf diese Reise mitnehmen, hier in Contrast. Und das Ganze kommt vom Publisher Focus House Interactive. Gibt's für alle Plattformen, PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, gibt's also für alle Plattformen momentan. Im PlayStation Store kostet's 14,99, glaube ich, also ca. 15 Euro. Und ja, ihr hört's und seht's auch schon, es ist so ein bisschen angelehnt an den 60er, 70er Jahresstyle, so um den Dreh, auch von der Musik her. Und wir starten jetzt erstmal ein neues Spiel. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ob ich's, weil ich hatte ja kurz mal angespielt, um alles auszuprobieren wegen der Aufnahme. Worum es hier drin geht und warum ich dieses Spiel spiele, erkläre ich euch gleich. Denn lasst uns erstmal ein wenig hier den tollen Ladebildschirm begutachten. Nein, Quatsch, sondern erstmal das erste Video quasi oder beziehungsweise ja, so den Grafikstil und alles. So, da sind wir auch schon. Und ja, wir spielen Contrast, ein Indie-Titel, wie gesagt, von dem Compulsion Games. Das ist ein Studio. Man hört im Hintergrund auch im Radio irgendwie die Musik laufen vom Hauptmenü. Ja. Und zwar, dieses Spiel hatte ich schon mal gehabt. Hab's aber dann wieder gelöscht gehabt, weil ich glaube, ich hatte da kaum noch Zeit für irgendwie. Großartig. Und ich weiß, dass viele dieses Spiel auch hatten, sich aber nicht mehr weiter getraut hatten, weil ihnen das irgendwie auf den Nerv ging, dieses Spiel, weil sie keinen Bock mehr hatten, weil angeblich sie wohl auch an einigen Stellen nicht mehr weiterkamen. Aber ich finde es trotzdem ein tolles Spiel. Ich wollte es trotzdem nochmal durchgespielt haben, weil es geht angeblich ja auch nicht so lange, weil es halt ein Indie-Game ist. Und ja, und deswegen möchte ich euch dieses Spiel einmal zeigen. So, wir spielen ja eine unbekannte Protagonistin, also wir wissen den Namen gerade nicht. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles so haben. So, zum Anzeigen des Sammelobjektes L1 drücken. Okay, Mami, Me, Daddy und Dawn. Wer ist denn Dawn? Sind wir Dawn? Ich glaube, wir sind Dawn. Didis Bild von ihrer Familie. Mhm. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch was zum Inter... Ah, okay. Hier können wir das Grammophon ausmachen. Und was haben wir hier? It's time for bed, Didi. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie, night-night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy. Is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Ja, triff dich mit Didi auf dem Dach und ja, wir haben Didi kennengelernt. Unsere Protagonistin Dawn spricht auch nicht sehr viel, also dürft euch da nicht wundern, wenn die nicht viel spricht. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon bemerkt, das Spiel dreht sich viel um Licht und Schatten. Also das geht halt um Licht und Schatten in diesem Spiel. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Oh no, somebody moved the ash cart. I know. You could go down there and move the ash cart, and I could jump down. I'll play here, so you can go over there and be a shadow person. So, wechsel in die Schatten. Neue Fähigkeit, R2 bei einem beleuchteten Flächen zu wechseln.
bei einer beleuchteten Fläche zu wechseln. Also, wir können jetzt hier, können wir jetzt mit R2, schwupps, eine neue Dimension, die Trophäe erhalten. Können wir jetzt durch die Schatten wandern? Ihr seht's, das ist total cool gemacht. Also, wie gesagt, Didi träumt davon, es auch zu können. So, bewegt die Karre. So, jetzt müssen wir erstmal die Karre ein wenig dahin schieben. Also nicht allzu schwer. Aber die Rätsel werden ein wenig kniffliger noch. Jetzt, also ich würde sagen, vom Schwierigkeitsgrad her mittel. Die Rätsel. Aber... Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Oh mein Gott. Now we go this way. Follow me. So, dann folgen wir mal Didi. Aber ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Denn ich weiß, dass es in dem Spiel auch um so... okay, hier kann man sich noch gar nicht viel umsehen. Erzähle ich totalen Quatsch gerade. So, dann schauen wir mal, was Didi von uns möchte als nächstes. Toller Ladebildschirm. Hui. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? Okay, wir müssen den Balkon dort oben erreichen. Didi hilft uns ein wenig. So. Das sieht gut aus. Finde einen Weg raus aus der Gasse. So, dann schauen wir mal und wechseln mal in den Schatten. Uah. Ja, und zwar können wir auch quasi springen und dann wieder in die Schattenwelt reinspringen, weil hier funktioniert es ja nicht. Hier haben wir ja keinen Schatten. Das heißt, wir müssen erstmal springen und dann wieder in den Schatten rein. Das ist total cool gemacht, also richtig nice. Ich find's cool. Ich find's richtig nett. Und da haben wir auch schon das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Den ersten Orb. Ja, die Leuchtkugel, die erste Leuchtkugel eingesammelt. Und davon gibt es in diesem Level, diesem Bereich 10 Stück. Da hinten sieht man auch schon wieder einen. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir da dran kommen. So, Akt 1. Die unsichtbare Freundin. Ich glaube, es gibt insgesamt 8 oder so. 8 Akte. So, da haben wir jetzt schon, ihr seht's, wieder schöne Licht- und Schattenspiele. Wie wir an den Orb da dran kommen können. Und zwar durch dieses Fahrrad hier. Was sich hier bewegt. So, dann schauen wir doch mal. Huch, so. Die Musik ist doch total cool. Oh. So, jetzt müssen wir natürlich hier irgendwie die Pedale mitnehmen im Schatten. Ich glaube, ich stehe richtig, hoffe ich mal. Ja. Und dann hier hochspringen. Und dann haben wir auch schon den zweiten, die zweite Leuchtkugel. Wunderbar. Sehr schön. So. Da haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. Was haben wir da? Da ist noch irgendwas zum Interagieren. L1 anzuzeigen. Kate Knight. Premiere im Ghost Note. Okay, Kate Knight ist wohl eine Darstellerin oder eine Schauspielerin, die auf der Bühne heute Nacht auftritt. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Wir werden ein wenig hier uns umsehen, um diese ganzen Kugeln mal aufzusammeln. Da ist schon das Ghost Note. Ich sehe es gerade. Hier haben wir auch was. So, was haben wir hier? Zeitungsartikel. Charmin Burney zum weiteren Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Okay. Hier ist eine Gasse. Da kommen wir aber nicht weiter. Gut. Ah, ihr seht schon, der Style ist schon sehr, sehr nice gemacht. Also, ja. Pompeii ist da drüben. So. Live Gold Mine. Okay, dann geht's erstmal weiter mit der Story, so wie es aussieht. Und dann schauen wir uns gleich weiter um. Weil die Gold, die Leuchtkugeln brauchen wir ja später. It's so beautiful, sagt sie. So, ich möchte auch Tänzerin werden, wenn ich muss bin. So, oder eine Akrobatin wie du. Wolltest du doch schon immer eine Akrobatin sein? Du bist so gut. Solltest du im Zirkus auftreten, sagt sie. Komm, lass uns reingehen. Ja, später, Didi. Ich werde mich doch noch ein wenig hier umsehen, denn, wie ich ja gesagt habe, die Leuchtkugeln sind sehr, sehr wichtig. So, was haben wir hier? Ein Grammophon. Ah.
Oh, hoppala, das war falsch. Oh. Ne? Okay. Dann müssen wir es nochmal aktivieren. Wir müssen innerhalb dieses kleinen Zeitlimits müssen wir da rein. Huch, hallo. Uah. Das war auch falsch, weil eigentlich wollte ich gar nicht hier hin, aber schau mal, vielleicht kommen wir ja von hier darüber. Uah. Nee. Eigentlich ist es nicht Sinn der Sache, sondern eher Sinn der Sache, den Schatten zu benutzen davon. Aber ich glaube, wir kommen auch so da dran. So, Leuchtkugeln 3 von 10, das ist schon mal supi. Damit haben wir das Grammophon schon mal beendet, weil solche Sachen gibt es häufiger hier in dieser Stadt und auch in den weiteren Bereichen, wo wir später hinkommen. So, was haben wir hier? Interagieren. Extra Life 2012 Spenderliste. Großen Dank an The Heroes Among Us, die Extra Life 2012 zu erwarten, etwas wirklich Besonderes gemacht haben. I don't know. Ach, okay. Das ist irgendwie so eine Spendenhilfe gewesen, wohl. Und die lieben Leutchen haben dort gespendet für einen guten Zweck. Das finde ich klasse. So. So, dann schauen wir mal. Dann geht es jetzt hier in der Gasse weiter. Und wir werden uns hier nochmal ein wenig umsehen. Da ist ein Orb. Da kommen wir aber nicht dran. So hoch können wir nicht springen. Und ui. Hier seht ihr schon, dass es nicht die reale Welt ist. Das ist, ja. Definitiv nicht die reale Welt. Oh mein Gott. Kommen wir hier lang? Nee. Huch. Mein Gott, es ist voller Sterne. Die Trophäe halten. Juhu. So gut, dann werden wir mal die Story weiterführen. Können wir eigentlich auch rennen? Wie rennen wir eigentlich? Können wir rennen? Okay, anscheinend nicht. So, dann gehen wir mal rein und schauen wir mal, was da auf uns wartet. Wow. Toll. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Schalte die Scheinwerfer ein. Okay. Die Scheinwerfer sollen wir einschalten. Ich glaube, das ist hier. So, dann gucken wir doch mal. Ui. Fabulös. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich, so wie es ausschaut, die Scheinwerfer ausrichten. So, wir hören schon. Sehr schön, hier haben wir den, mit seiner Trompete oder beziehungsweise Saxophon. Ja, im Jazz ist es ja Saxophon. Es ist auch sehr viel auf Jazz auch ausgelegt hier alles. In der Zeit war es ja so gewesen, dass man halt in den 60er, 70er Jahren hat man ja sehr, sehr viel Jazz gehört. So in diesem Style. Sah auch sehr, sehr viel so aus. Also mir gefällt auch dieser Style. Davon kann ruhig mehr kommen. Das erinnert mich auch unheimlich an Alice. Also nicht Alice im Wunderland, sondern Alice's Game, was früher gab, dieses Horror-Game. Und das hatte auch so ein bisschen so diesen angehauchten Touch vom 60er, 70er Jahre Style. Und das finde ich sehr, sehr schön, wie gesagt. Ja, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und schauen in Folge 2 weiter, was passiert, wenn wir den Scheinwerfer dort hinten an die richtige Stelle positionieren. Und ich hoffe mal, dass ihr dann wieder einschaltet, hier bei Kontrast. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt Kommentare unter das Video und ich würde mich einfach mal freuen. Ja. Würde ich sagen, bis demnächst, hier auf dieser Bühne. Tschüss!